Trällern und Klampfen und Trinken und Mampfen, 365 Tage im Jahr. Seit 20 Jahren durch alle Gefahren, drum feiern wir mit euch ein Fest, ist doch klar. Ganz leger spielen wir hier und da und überall. Wir sind für euch da, wenn ihr uns braucht. Wir sind für euch leger. Hallo, liebe Legionäre! Herzlich willkommen zu Woche 5 von Countdown to Jubiläumskonzert. Wuhu! Ja, das heißt, es sind nur noch 15 Wochen und 2 Tage, bis wir unser 20-jähriges Bühnenjubiläum auf Burg Wilhelmstein feiern. Hoffentlich mit euch allen. 15 Wochen und 2 Tage. Genau. Und es kommen ganz auch einige Leute von weiter weg her. Und die sagen natürlich, die fragen natürlich jetzt schon, sagt mal, Kinders, was können wir denn in Aachen eigentlich noch so machen, außer ein wunderbares Jubiläumskonzert zu besuchen? Naja, man kann natürlich Aachen besuchen, aber die Seiten von einige Seiten von Aachen wollen wir euch in einem späteren Video zeigen. Heute möchten wir euch ans Herz legen, mal unsere Nachbarn zu besuchen. Denn wir wohnen direkt an der Grenze zu Holland und zu Belgien. Und wenn ihr das auf dem allerkürzesten Wege machen wollt, dann fahrt ihr hier hoch an den Dreiländerpunkt. Denn es ist im Moment tatsächlich so, die Dani steht in Belgien, ich stehe in Deutschland, die Iris steht in Holland. Und wenn ihr alle drei Länder in wenigen Sekunden besuchen wollt, ist das in wirklich schon erledigt. Tada! Tada! Außerdem ist der Dreiländerpunkt der höchste Punkt Hollands. Wobei, das stimmt nicht, der höchste Punkt Hollands ist da hinten. 100% lehrreich. Ihr könnt aber natürlich auch unsere Schwesterstädte, die Schwesterstädte von Aachen besuchen. Das heißt Lüttich in Belgien, das heißt Maastricht in Holland. Super interessante Städte. Jede hat so ein bisschen einen eigenen Charakter. Oder ihr macht eine kleine Boottour über die Maas, so wie der wunderbare Daniel das gemacht hat. Oh, ich hoffe, der übt währenddessen trotzdem seine Ansagerstimme. Sehr verehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, liebe Legionäre, wir präsentieren heute legerer Spaß auf der Maas. Diesen brandneuen Artikel finden Sie nicht im Leger Online-Shop, außer genug Leute fragen den Olaf. Genießt die Sonne, genießt das Wochenende. Und kommt im September zu Legers 20. Geburtstag. Ihr könnt aber natürlich auch die Hauptstädte besuchen, dass es jetzt auch nicht so weit weg ist. Brüssel ist 1,5 Stunden von hier. Ja, aber Amsterdam, das sind schon 3 Stunden, ne? Ja, aber man wird doch noch davon träumen dürfen. Heute sag ich, es war einmal Märchen voller Angst und Qual. Elfen, Winz und gute Feen waren für uns nicht vorgesehen. Halt mich, hast du oft gesagt. Wie hab ich dich dann gefragt? Liebe hat total versagt. In Amsterdam. Komm, wir fahren nach Amsterdam. Starken Gewinn verloren, wenn man zu
den Schwächeren zählt. Und ein Jubiläumskonzert. Kommt am 7.9. nach Bardenberg auf die Burg Wilhelmstein. Auto! Ein Auto. Jetzt wird hier oben Auto. Voll. Und nächste Woche schaltet ihr ein zur 6. Folge von Countdown to Jubiläumskonzert. Woche 6. Und wir gucken dem Daniel noch ein bisschen beim Schippern zu. Ein Legionär, kauf ein T-Shirt und ein Aufkleber, dann sieht auf der Welt ein jeder, du bist ein Legionär. Hallo liebe Legionäre, herzlich willkommen. Wir sind's wieder, der Olaf, die Iris, die Dani, und wir begrüßen euch recht herzlich zu Woche 5. Von Countdown to Jubiläumskonzerten. Ist unsere Nachbarn besuchen. Wir wohnen direkt im Dreiländereck. Wir wohnen direkt in der Nähe von Deutschland und davon. Wir wohnen in, wir Deutschland. Wohnen in Deutschland. Wir wohnen in der Nähe von Holland, und, Holland Belgien. Und Belgien. Bin ein bisschen verwirrt, so sind wir Aachener. Mit einem ganz eigenen Charakter fahren wir durch. Ein Auto. Wir winken kurz vorbei. Dankeschön. Hallo, liebe Legionäre, herzlich willkommen zu Countdown. Die Iris steht gerade zu großen Teilen, jetzt steht sie komplett in Holland, ich stehe hier in Deutschland. Das ist der Olaf, das ist die Iris, ich bin die Dani und wir freuen uns, dass ihr uns zuguckt. Was? Dass sie uns zugucken, wir freuen uns, dass sie uns zugucken. Ich habe die Leute begrüßt, damit dass wir froh sind, dass sie da sind und uns zugucken. Wolltest du was sagen? Nein.